Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch seit langem mal wieder zu einem neuen Video. Nun, im Hintergrund sieht man noch ein bisschen Halo 5 Beta. Ich habe da noch ein paar Gameplays und ich dachte, in Anbetracht der Geschehnisse in der letzten Zeit ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, wieder mal ein Halo 5 Gameplay zu nehmen. Zumal ich mir dachte, dass es eigentlich ganz cool ist. Halo 5 war echt cooles Spiel und man sieht es in letzter Zeit irgendwie nicht so oft. Und deine Granaten auf die anderen! Und ich soll meine Granaten auf die anderen werfen. Das, Nun gut, worum handelt es sich? Die meisten werden das schon mitbekommen haben. Gestern und für die, die dieses, also, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die meisten Leute dieses Video sehen werden, ist es bereits vorgestern, kamen zu irgendeinem Season-Finale von, ich glaube, The Walking Dead oder so, zwei Ads raus, das heißt Ads auf Deutsch, Werbungen, ne? Nein, das ist Werbeclips, müsste man, glaube ich, eher sagen. Und diese zwei Werbeclips waren grundverschieden und beide handelten aber von Halo 5. Nun, grundverschieden waren sie nicht, vom Aufbau her waren sie recht gleichgestaltet. Die erste, die freigeschaltet wurde, auf dem, also ich habe es ja nur auf dem Xbox Channel gesehen und nicht, weil ich in Deutschland schlecht amerikanisches Fernsehen sehen kann. Also natürlich ist das möglich, aber ich habe nicht das Verlangen dazu, noch die Möglichkeit, noch sonst was. Egal, ich schweife schon wieder ab. Und in diesem ist zu sehen, oder ich spiele es am besten einfach mal hier ein. Remember him as our protector and not the one who gave us this. As our savior and not our betrayer. Let us see him forever as you and not as you. All hail the conquering hero. The one who was supposed to save us all. But now I must save us from you. Prepare for the hunt with Xbox One and the Master Chief Collection, now $349. So, hier hat man eindeutig gesehen, dass Locke auf und abdümpelt und seinem bereits nicht sehr guten Ruf noch mehr Schaden hinzufügt, in der Halo Community. Zumindest höre ich jeden, und zwar wirklich ausnahmslos jeden, durchgehend über Locke schimpfen, und nicht nur Locke, natürlich auch seine Mutterorganisation, die ONI oder ONI oder keine Ahnung, wie man es nennen will. ONI sagen die meisten, glaube ich, ja. Finde ich jetzt gar nicht mal so gerechtfertigt. Ich glaube nicht, dass Locke so böse sein wird. Naja, da waren viele, die ich kannte, die nur dieses gesehen haben. Okay, was heißt viele? Eigentlich war nur eine Person, von der ich wusste, dass sie nur dieses eine gesehen hat, die Hydra. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie die genau funktioniert. Nämlich Psycho war diejenige Person, ist schon wieder komplett am Rasten gewesen. Ah, was soll das mit Lock und bla und nein. Und habe dann auch schon WhatsApp-Messages gekriegt von anderen Teilnehmern der Halo-Community, was, dass er Angst um den Chief habe und bla. Tja, Gott sei Dank gab es noch einen zweiten Werbeclip, der das genau gleiche, oder ziemlich genau gleiche, nur andersrum zeigt, nämlich mit dem Chief in der mehr Superior Position. Ich werde das jetzt hier auch nochmal kurz einspielen, und zwar genau jetzt. Is this what you wanted? Is this what you were looking for? Was everything you've compromised, everything you've done, worth it? Was it? You've completed
your mission. Spartan Locke. Mine is just beginning. Prepare for the hunt with Xbox One and the Master Chief Collection, now $349. Auf halbem Weg zum Sieg. So, und, ja. Alles in allem würde ich sagen, dass man diese Szenen direkt so im Spiel höchstwahrscheinlich nicht sehen wird. Die sind mehr so als Gedankengänge zu betrachten, meines Erachtens. Aber ich finde trotzdem, dass sie relativ interessant sind, deshalb. Allein schon, weil es zweimal an sich das gleiche ist, nur mit verschiedenen Charakteren und somit auch verschiedenen, ja, Bedeutungen. Könnte vielleicht meinen, wobei das hier sehr große Spekulation ist, dass wir eine Story sehen, die sich verändert, also die für jeden Nutzer vielleicht anders ist, andere Verläufe nimmt. Das wäre sehr interessant, aber sehr untypisch, weswegen ich es bezweifle und eher als gewagte Theorie meinerseits abstemple. Andererseits finde ich aber auch generell diesen Konflikt da ganz interessant mit Locke und den Chief, die dann da scheinbar doch hier relativ stark gegeneinander kämpfen werden. Jedoch denke ich, dass es nicht so interessant bleiben wird, sondern sich höchstwahrscheinlich relativ typisch entwickeln wird in Sachen, dass Locke höchstwahrscheinlich als Newcomer sich beweisen will, als neuer Spartan und somit ein bisschen Anti-Chief ist und das Ganze sich dann eben irgendwann darin gipfelt, dass er gegen den Chief loszieht, als die Zeit reif dazu ist, weil der sich halt, was weiß ich, was er da macht, das wird sich dann schon noch zeigen. Im Großen und Ganzen schätze ich aber, dass es so total klassisch wieder sein wird, dass dann durch irgendeine dramatische Wendung der Story sich zeigt, dass der Chief doch die gesamte Zeit recht hatte und dann sagt Locke, oh verdammt, was habe ich wohl getan, kannst du mir je verzeihen? Und dann kämpfen sie zusammen gegen the evil threat that is awaiting you humanity. Ich weiß es nicht. Ja, es ist so meine Vermutung. Im Generellen glaube ich, brauchen wir keine Angst haben, dass der Chief jemals irgendwann stirbt, auch nicht nach Halo 6. Weil ich schätze, dass sie sich den in der Hinterhand halten. Diese Granate war sehr nice. In der Hinterhand halten in Sachen, oh, wir machen vielleicht doch noch ein neues Halo-Game und wir haben Chief auf der Ersatzbank, falls Zeug schief geht und die den neuen Charakter nicht mögen, dann können wir den Chief nochmal wieder zurückholen, weil es immer so ist und sich die Leute gerne so etwas offen lassen. Gerade wenn eine komplette Spieleserie so von einem einzelnen Charakter abhängt wie Halo, was ich zwar schade finde, weil ich eigentlich gar nicht finde, dass es so von einem einzelnen Charakter abhängt. Das Halo-Universum hat meines Erachtens viele andere, mindestens genauso, wenn nicht sogar interessantere Charaktere, die aber nie lang genug beleuchtet werden, als dass man wirklich eine Bindung dazu aufbauen könnte. Und deswegen meine ich, dass ein Halo ohne Chief doch sehr wohl möglich wäre. Gerade weil es so viel Background-Story gibt, was viele andere Spiele nicht haben. Aber ziemlich viele andere Leute in dieser Community sind da nicht meiner Meinung. Naja, geendet ist das Ganze, wie man sieht, 16-3. Genau. Mehr gibt's, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen. Ihr könnt ja mal eure Theorien in die Kommentare verfrachten. Würde mich sehr interessieren, was ihr von den beiden Werbeclips haltet. Sie sind natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Und das war's von mir. Ciao und tschüss, sagt der Quert.